So, Boys und Girls, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Witcher 3. Ich habe ein bisschen was vorbereitet für uns, weil ich euch das nicht geben wollte, dass ihr die ganze Zeit beim Kräutersammeln dabei seid und so. Deswegen habe ich das, was wir brauchen. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wie ich das am besten aufmache. Die Alchemie. Da können wir, oh, guck mal, sogar zwei Öle. Ich habe jetzt einfach wahllos gesammelt und habe dann zufällig die Pflanze hier ganz oft gefunden. Einen schönen Spot. Und das stellen wir uns auf jeden Fall her. In der letzten Folge wurde uns ja so ein bisschen der Popo rasiert von der Mittagserscheinung, obwohl die eigentlich nur Glück hatte. Ja, ich habe die für tot gehalten und habe nicht mehr zugeschlagen. Ansonsten hätten wir das hinter uns. Dann machen wir das Nekrophagenöl auch gleich mit, denke ich. Das kann ja nie schaden. Und Tränke, genau. Hier die Schwalbe, die ist wichtig für uns. Haben wir auch alles ausreichend von... Was macht weißer Honig? Hebt Vergiftung auf, Effekte anderer... Achso, okay. Alles klar, weil man kann, wenn man sich zu viel Tränke zuführt in einem bestimmten Abstand, dann vergiftet man sich selber und verliert mehr Lebensenergie. Und der weiße Honig ist dann quasi dafür da, um das aufzuheben. Uns ist aber die Schwalbe hier wichtig, weil die ist quasi genauso ein richtiger Heiltrank, wie man dazu kennt. Kann man auch nicht unendlich saufen, aber meistens reicht einer pro Kampf. Deswegen kochen wir den. Und dann müssen wir die noch verteilen in unsere Slots. Genau. Den dahin. Achso, weil da haben wir ja nichts. Dann bleibt das erstmal so. Und dann müssen wir unser Silberschwert mit dem Öl einschmieren. Mit dem Geisteröl. Wie viel Anwendung hattet? 20. 20 mal zuschlagen, dann ist das Öl verbraucht. Kann man dann natürlich immer wieder raufziehen. Ist dann ein bisschen anstrengend, wenn man jetzt wirklich gegen viele Geister kämpft. Aber man kann die Öle verbessern. Und dann hat man, glaube ich, nachher 60 Ladungen drauf oder so. Und das ist dann schon echt nicht schlecht. Alles klar. Dann wollen wir uns mal die Aufgabe hier stellen. Das ist zufällig sogar Mittag. Nee, Zähne. Aber ich glaube, das zählt in dem Spiel als Mittagszeit. Und dann zünden wir hier mal die Anlage an. Ich habe auch so ein bisschen an meiner Steuerung rumgespielt, dass man ein bisschen anders verteilt mit den Zeichen und so. Und ich habe festgestellt, ich kann, wenn ich das Mausrad drehe, kann ich auch die Zeichen durchschalten. Das wird jetzt auf jeden Fall was werden. Ich speichere jetzt nochmal. Und dann geht's rund hier. Und das Armband. Igni. Hallo, Fräulein. Schmuckbisse. Hey, ich glaube, es hat geklappt. So, erstmal das. Und dann brauchen wir wieder Öden. Die Falle. Ja, komm her. Die lassen immer noch schnell nach, die Zeichen. Boah, wo will er denn hintanzen? Was macht der denn? Sieht jetzt echt anvisieren, damit das hier funktioniert heute. Was ist das? Das ist mein No außerhalb des Kreises. Jetzt aber. Sie ist fort. Für immer. Das ging ja einmal frei, wir haben nicht einen Treffer bekommen. Mittagserscheinungsmutagen, helle Essenz und eine Monster-Trophäe.
cool. Haben wir geschafft. 40 EP gab's. Mal kurz gucken, was diese Trophäe macht. Wo schiebt denn die immer hin? Oder hängt die direkt am... Guck mal, die hat er jetzt direkt da platziert. 5% Bonuserfahrung bei Humanoiden. Naja. Ist jetzt nicht so richtig geil, aber egal, wir haben den Auftrag abgeschlossen. Dann sagen wir mal dem... Wie hieß er nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, wie der Vater hieß, aber dem sagen wir jetzt Bescheid. Dass der Brunnen wieder frisch ist. Das gab auch so ein bisschen meine Steuerung vom Mux beim Umstellen. Ich weiß nicht mehr. Ich muss das Pferd jetzt immer so eigenartig zum Rennen bringen. Vorher hatte man auf derselben Taste, wenn man mit Geralt rennt und mit dem Pferd, war gleich belegt. Das funktioniert. Aber wenn man das einmal geändert hat, dann kriegt er das irgendwie nicht mehr auf der Kette. Verfluchtes Wild. Jetzt ist das beim Pferd so ein bisschen umständlich eingestellt. Da wird sie aber einer freuen. Hallo. Udolan, genau. Auftrag erledigt. Beim Brunnen ging der Geist einer Frau um, die dort getötet wurde. Ich habe ihn vertrieben. Hoffentlich setzt uns jetzt nicht jeder Unbegrabene zu. Sonst macht uns das Schlachtfeld einen riesen Ärger. Wenn doch, wisst ihr, wen ihr rufen müsst. Übrigens, Claire, Volker, klingelt da was? Die kenne ich nicht. Aber ich habe gehört, wie unsere Kräuterfrau Tomira eine Claire erwähnt hat. Vielleicht ist es dieselbe. Dein Lohn, Meister Hexer. Das Gold für Hannis Aussteuer. Ohne dich hätte sie ihre Hochzeit nicht erlebt. Jetzt gibt es da immerhin Hoffnung. Eigentlich haben wir die Macht, um Mehl zu verdienen, ne? Aber... Ach, komm. Ich bezweifle mittlerweile, dass ich je heirate. Behalt das Geld für die Hochzeit deiner Tochter und stoßt auf meine Gesundheit an. Danke, Meister Hexer. Das sind warme Worte und du hast ein gutes Herz. Aber ich kann dich nicht mit leeren Händen gehen lassen. Nimm wenigstens dies. Als Glücksbringer. Was gab's da? Ach, Amethyst hat er in der Hosentasche gehabt. Das Ding ist so bestimmt mehr wert als... Jetzt die paar Kronen, die wir da ausgemacht haben. Jetzt hat er von dieser Kräuterfrau gesprochen. Und mir ist so, ich weiß nicht genau, welches Haus die hier bewohnt. Ob das ist hinter der Brücke hier? Nee, das ist es nicht. Könnte hier sein, könnte da sein. Wir checken das mal aus hier. Weil erstmal stehen da eine Menge brauchbare Kräuter rum. Und die hat auch einen Auftrag. Lauf, Plätze! Wo ist er? Ist er gleich hier hinter? Wenn es das ist. Sieht aber nicht so aus. Hier wohnt der örtliche Ziegenverwalter. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Das ist ein Geheimnis. Nicht so schnell, Plätze. Ah, das sieht gut aus. Langsam, langsam. Ja. Ich glaube, das ist es. Machen wir hier gleich mal den Kräuterjarden leer. Spitzwegerich. Habe ich auch noch nicht so viel von. Was haben wir hier noch? Habe ich noch gar nicht. Alles mitnehmen. Bisschen Snaps im Garten. Die Könige mögen muss ich mir auch mal eingewöhnen. Die Bauern sterben. Alles wird gut. So. Das sollte reichen. Hier noch irgendwas Besonderes? Nö. Alles klar. Schauen wir mal rein in die warme
Oh, abgeschlossen. Okay. Oder ist das gar nicht die Hütte? Komm schon, Plätze. Aber dann dennoch hin. Das sah. Für mich sah das wirklich so aus wie diese Kräuterhütte. Das ist hier, glaube ich, eine Jagdhütte. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wir können ja hier nochmal gucken, aber ich glaube, hier ist. Das ist so eine Siedlung, wo. Wo Monster leben. Also die man befreien muss. Verfluchtes Wild hat mir schon wieder die Rinde von den Bäumen gefressen. Ich werde dich auspeitschen. Hilf. Kommt das hinterher? Das ist nicht cool. Oh, die helfen uns. Das ist cool. Oh. Das ist einfach zu viel. Ich brauche Hilfe. Dieser Gestank. Zu zweit machen wir das hier. Dankeschön, werter Herr. Beruhige dich, Nordling. Okay. Ich beruhige mich. Trotzdem danke. So. Jetzt das eigentliche Problem. Das lief ja wieder echt spitze. Hier rein. Hier ist kuschelig. Oh, der geht ja kaputt. Wusste ich gar nicht. Und ein Bienennest mit angezündet. Irgendwie ist jetzt ein halber Tag vergangen. Eine gute Tat vollbracht. Und schon geht die Sonne unter. Dabei finde ich das so angenehm, am Tag unterwegs zu sein. Alles aufsammeln. Tut mir leid, dass ich euren Song kaputt gemacht habe. Achso, und jetzt ist mein. Das Nest liegt da hier auch noch, ne? Dreimal Honig und hier vorne war auch noch eins. Wenn ich je einen Sohn kriege, nehme ich Geralt. Oh, danke. Cool. Lauft! Schnell weg! Hey, hier ist nur Honig. Woher also. Kommst du? So, und dann kommt hier automatisch immer ein Händler mit drin. Aber selten ist das wirklich gut zu gebrauchen. Sei gegrüßt. Leb wohl.
Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Was denn der feine Herr? Die Wasserflasche kaufen war Mistelzweig. Kaufen wir uns einfach mal 10. Habe ich so noch nie irgendwo hängen sehen. Der Rest ist egal. Was ist denn hier so ein Amethystwert? 32. Naja. Aber ist ja eher für Gegenstände wichtig später. Deswegen ist das gar nicht verkehrt. Können wir hier sonst noch was verkaufen? Das Bier trinken wir eigentlich nicht. Alkohol ist nicht gut für uns. Was ist das hier? Das macht ein bisschen mehr Schaden, ja. Was ist mit ihm hier? 10 mehr Rüstung. Kann auch erstmal weg. Und hier ein Haufen Plunder. Kann man sie eigentlich auch klemmen. Das behalten wir noch. Aurida ist heute übrigens wieder da. Die überwacht das ganze Programm hier. Also wenn euch wundert, wenn im Hintergrund sowas hört wie eine Ziege Leg oder sowas ähnliches, das ist Aurelia. Da hilft nur noch beten und hoffen, dass uns das Böse verschont. Wir wissen nicht, warum sie diese Geräusche macht. Ist einfach so. Was haben die denn hier gemacht? Auf der Karte sind hier ein Haufen Leichen. Die Wölfe haben hier Hasen gejagt, oder was? Oh, hier ist ein Neckar. Kleine garstige Kreaturen. Nicht einbuddeln. Deswegen sind hier so viele tote Viecher. Das war's. Schön gezweiteilt den Typen. Schon wieder neue Zutaten. Das ist natürlich super, dass die uns zufällig über den Weg gelaufen sind. Ich will jetzt aber auch nicht hier diesen komischen ganzen gejagten Hasen. Die liegen hier irgendwo unter der Erde. Schon direkt mit begraben von den Neckern. Da vorne ist noch einer, glaube ich. Juhu. Verdammt, bist du hässlich. Oh. Das hat ja einen schönen Renierhauen, der Treffer. So, was machen wir als nächstes? Eigentlich wollte ich ja diese Kräuterfrau aussuchen, das hat ja nicht geklappt. Dann würde ich sagen, wir reiten mal zu dieser Festung. Okay. Lass mich. Boah! Nein, 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 nein! Okay, das war für uns. Ja, da haben wir keine Chance. Super. Oh mein. Ich weiß gar nicht, wo wir das letzte Mal gespeichert haben. Aber bestimmt, als wir die Siedlung aufgeräumt haben. Oh, wenn. So, einer bis zwei gehen, aber wenn das dann mehr wären, dann wird es echt ungemütlich. Jetzt haben wir den Handel wieder nicht, ne? Sei gegrüßt. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Was ist das hier? Das war wohl auch nicht da, oder? Oh, das ist teuer.
die Wasserflasche. Schnell unseren Alk nochmal raushauen. So. Das noch weg. Kaputtes Ruder. Puppen. Angeln weg. Gruselige schwarzmagische Puppen weg. Ziegenfelle brauchen wir auch nicht. Ist wenigstens ein bisschen Kohle. Das kann auch weg. Das. Da können wir, glaube ich, noch Leder beim Schmied draus machen lassen. Und diese alte Rüstung kann auch weg. Und dann. Leb wohl, Junge. Leb wohl. Schau mich nicht so an, dann speichern wir das mal sicherheitshalber. Da hilft nur noch beten und hoffen, dass uns das Böse verschont. Dann suchen wir mal nach Yennefer. Falsche Richtung, oder was? Ah, ich glaube jetzt. Die Richtung führt genau durch die Sümpfe. Komm jetzt. Hey, hilf einem anderen Reisenden. Kaufmann. Was ist passiert? Monster! Monster aus dem Sumpf! Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nun davon. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexerkodex und so. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen, aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir. Ich flehe dich an. Natürlich. Gut, ich gehe. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Im Sumpfmonsterjagen ist ja genau unser Ding. Das werden bestimmt wieder so Ertrunkene sein oder irgendwas ähnliches. Wenn das hier gerade irgendwie ein bisschen ungesund aussieht. Da hinten ist er, glaube ich. Der Wagen. Ja, hier ist schon wieder ein Honignest. Und feuerfestes Kraut. Speichere ich nochmal sicher. Da ist der Wagen. Und der erste Trunken, natürlich. Wie das hier? Den man staub. Das ist er nicht. Doch, das ist das Pferd. Aber hier stecken Pfeile drin. Ein Pfeil. Den hat er nicht erwähnt. Interessant. Ich sollte mich umsehen. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Das sind natürlich komische Ertrunkene, die mit Bögen schießen, ja? Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Vorne liegt ja auch noch jemand. Direkt ins Genick. Guter Schuss. Entweder hat der Kaufmann ein miserables Gedächtnis oder er lügt. Was hat er denn gedacht, dass wir das nicht sehen? Oder? Lass mal hier die Affen abfackeln. Ah, warte mal, wir haben ja. Super. Das Rote ist halt hier, ne? Ruf der mit. Können wir euch ordentlich den Hintern mit verdrücken. Feuer! Oh fuck! Ich hätte zu spät gesehen. Aber es hat nur die Beine zerrissen. Ja, Junge, nicht wegrennen.
Vielleicht gibt's ein Level up, wenn wir die erschlagen. Zeig mir, was du zu bieten hast. Schöner Trunkenenhöhne. Oh, das haben wir auch noch nicht. So, aber mehr war jetzt hier nicht, oder? Ah doch, die Schatulle liegt hier noch. Das muss die Schachtel sein, die er erwähnt hat. Mit Blut bespritzt. Menschenblut. Na, dann fragen wir den guten Mann mal. Was da nicht stimmt. Was ist das hier noch? Ich hab hier irgendwo... Irgendwo habe ich hier auch noch ein Bienennest gehört. So. Oh, und? Hast du die Schachtel? Ich hab dich durchschaut. Ja, ich habe deine kostbare Schachtel gefunden. Und dazu jemanden, der verdächtig nach einem Kutscher aussieht. Mit einem Pfeil im Hals. In diesem Sumpf gibt es keine Dryaden. Und Ertrunkene und Wasserweiber verschießen keine Pfeile. Da es keine weiteren Verdächtigen gibt, schätze ich also... Vorsicht! Hinter dir! Hinter mir ist nichts. Ich bin ein Hexer. Ich hätte es gehört. Wie ich dein Herz höre, das klopft. Wie das eines Lügners. Du solltest hoffen, dass du besser reitest, als du lügst. Oh Gott, und ich reite gar nicht so gut mit meiner komischen Steuerung. Ich habe ganz vergessen, dass er versucht zu flüchten. Wie bei der Ladezeit. Was ist mein Goal? Ich muss mal schön ins Feuer gerannt. Genau! Plötzlich stand er hier. Ach, da kannst du doch vergessen. Oh, sie Bärs, Junge. Ich seh den gar nicht mehr. Da hinten. Verflucht ist ja, die Pferderust dauert gleich dahin. Mal kurz abkürzen hier, der wird hier auf dem Weg bleiben, hoffe ich. Komm schon. Und. Was jetzt, du Stück Dreck? Oh, Kopf abgehauen? Ich muss ihn hier wegbringen. Wach auf. Vor der Wahrheit kannst du nicht davonlaufen. Nicht okay, mal davon reiten. Also, wer bist du? Und warum hast du den Wagen angegriffen? Obergefreiter Hans Germer. 6. Temerische Division, 2. Regiment. Entlassen. Aber noch aktiv. Im Untergrund. In den Wäldern. Das war ein Medikamententransport. Ich will verdammt sein, wenn er die Schwarzen erreicht. Das Medikament. Unsere Jungs können das auch gebrauchen. Wir haben viele Kranke. Jetzt lass mich gehen. Dann überleben sie vielleicht und können für einen freien Norden kämpfen. Machen wir da. Also eigentlich unterstütze ich einen freien Norden. Deshalb sage ich ihm, dass er gehen kann. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man jetzt das Medikament behält. Wahrscheinlich kann man das den Nilfgaardern dann geben, oder was? So, nach dem Motto habe ich gefunden. Ich bin ein guter Junge. Bitte, geh. Du und deine Kameraden, die sich in den Büschen verstecken. Hoffentlich seid ihr gegen Nilfgaard siegreich. Du hast einen üblen Humor, aber du bist anständig. Hier, das versprochene Gold. Verwende es klug. Trink auf die silbernen Lilien und auf Volltests Andenken. Dicke 8 Erfahrungspunkte. Ist das mein Pferd oder dein Pferd? Wo ist denn mein Pferd immer hin? Gibt's doch nicht. Ständig verschwindet mein Gaul. Ich könnte euch wenigstens zu dieser Garnison reiten. Wir wurden hier wieder abgehalten hier. Kurze Orientierungsprobleme.
müssen wir unbedingt mal Pimp My Horse spielen demnächst. Das mit der Ausdauer, das ist ja ganz schön grenzwertig zwischendurch. Einen ordentlichen Sattel aufbauen. Ups. Ich bin gerade vorbeigeritten, oder was? Ich sehe hier überhaupt nicht durch, ey. Beweg dich! Wo führt mich denn diese Markierung? Nicht so schnell, Plätze. Wir müssen da ganz andere Richtung. Ach, jetzt zeigt er mir das andere. Los, los! Junge, 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 Junge. War da gut hier der Weg. Einfach schnell mal durch den Sumpf durch. Wir haben bestimmt wieder Sättchen von Onkel angesprungen. Ah ne, wir können ja hier auch links lang. Dann geht das. Da springt noch irgendwas im Wasser. Oha, Plätze. Ich würde gerne mit euch erschlagen. An der Festung sind wir ja sowieso schon. Da können wir ja dann nächste Folge direkt rinstiefeln. Ist das ein Ertrunkener? Ja. Aber normalerweise, also soweit ich mich erinnere, ist hier auch ein Wasserweib unterwegs. Achso, das ist der eine, der ist ja in der Mitte platzt durch die Gasexplosion. Komm mal her. Ah, oh. Oh. Okay, alles klar, natürlich. Das ist schon wieder so richtig Bullshit, ne? Er kommt von hinten angestolpert und haut dir einfach mal in den Nacken rein. Dann zählt Ausweichen für immer nicht mehr. Ja gut, Leute, wir machen aber an der Stelle Schluss. Wir treffen uns in der nächsten Folge vor dieser Bastion oder was auch immer. Und dann fragen wir mal mit den Nilfgaard an, was hier nicht so richtig läuft. Und dann werden wir vermutlich uns um Greif kümmern. Aber das sehen wir dann. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut.